Morgen sind wir Champions. Wird präsentiert von der Credit Suisse. Am liebsten Profi werden und davon leben können. Es ist ein paar geschafft und ich hoffe, ich schaffe es auch. Es ist eigentlich so wie ein Absturz von 100 auf 0. Oder es ist eigentlich, plötzlich ist alles weg. Der Schlag jetzt da, das wirft sie schon ein bisschen zurück, aber sie kommt auch wieder stärker, kommt sie dann wieder zurück. Der Traum vom Sieg in der Europameisterschaft lebt weiter. Mut zu sprechen, dass sie das schaffen und ja, den Titel wenn möglich holen können. Ja. Weil auch wenn sie nicht auf dem Rasen stehen kann, bleibt sie Julia Schassberger, Verteidigerin. Jetzt müssen die anderen Spielerinnen vom SFV-Förderprogramm Futura noch mehr Verantwortung übernehmen. Die Malin Gut, die Leaderin. Die Alicia Lehmann, die Flügelspitze. Noah Scherz, die Antreiberin. Rahel Job, die Strategin. Und Geraldine Reuteler, die Vollstreckerin. Also mein schönster Moment in meiner Karriere war, die beiden Siege gegen Deutschland mit der U17-Nazi und der U19-Nazi. Und natürlich mein erstes wichtiges Nazi-Goal für die A-Nazi. Vor knapp einem Jahr, im September, war Julia noch mehr hoffnungsvolles Talent als etablierte Stammkraft. Bei der Schweizer U19 genauso wie bei den IB-Frauen in der Nationalliga A. Und so spielt sie zum Saisonauftakt, anders als Alicia Lehmann, noch keine zentrale Rolle in den Überlegungen der IB-Trainerin Marisa Wunderlin. Am Anfang der Kaderplanung war Julia in der Vorbereitung eingeplant und wir haben noch nicht gewusst, ob sie fix wird ins Kader kommen oder nicht. Aber sie kämpft und schafft ein Defizit, um besser zu werden. Und wenn man so ein bisschen weiss, ja, wie wird jetzt der Sterben in dieser Übung, so an seine körperliche Grenzen muss gehen, aber am Schluss ist es echt gut, weil dann sieht man so, wie viel man wirklich können leisten und wie viel man vielleicht das nächste Mal leisten kann, dass man besser wird. Und Julia wird besser. Bei IB nutzt sie ihre Chancen und avanciert mit 18 zu einer absoluten Stammkraft. Sie ist wahrscheinlich mitunter eine von den Spielerinnen, die grössten Sprünge gemacht hat, diese Saison. Auch in Anbetracht dessen, dass sie Anfang der Saison noch nicht eingerechnet war als Stammspielerin und hat sich super in die Position gespielt. Auch in der U19-Nazi ist sie in der Innenverteidigung gesetzt. Bis zu ihrer Verletzung steht sie bei jedem wichtigen Match in der Startelf. Julia Schassberger ist zweikampfstark. Sie antizipiert gut und hat auch im Spielaufbau ihre Stärke. Immer unterstützt von ihrer Mutter Marlies, die sich aber auch an weniger harmonische Zeiten erinnern kann, wo Julia 3 Jahre lang weg von daheim im Fußballinternat zu Biel war. Bis 15, 16 so, war es wirklich extrem. Und plötzlich, seit sie wieder daheim ist, ist es wie weg. Also die Stimmung ist viel besser. Sie ist viel offener, redet viel mehr. Und ja, das ist noch interessant. Julia ist auch froh, dass sie wieder daheim ist. Das Klima ist anders. So, eure Gastfamilie ist immer ein bisschen angespannt. Sie wussten nicht so richtig, was man sagen soll. So. Und jetzt bist man so frei und man kann machen, was man will. Und man kann auch mal gut ins Zimmer gehen. Und, ja. Dann passiert es. Die Verletzung kurz vor Ende der Saison im Spiel gegen den Meister und Göppsieger FC Zürich. Der Julia, ihr Vater Mike, war auch im Stadion.
Dann habe ich die Szene gesehen, relativ von weitem. Und dann habe ich gesehen, wie Julia stürzt. Und einfach schreien habe ich gehört. Dann bin ich aufs Spielfeld und habe schon Julia gefragt, was ist, ist irgendetwas passiert? Und sie hat mir gesagt, ja, das Knie. Und dann kam der Schiedsrichter und hat gesagt, ich soll wieder raus. Oder? Dann habe ich gesagt, ich sei der Vater. Also wenn dann was passiert ist, wenn ich recht müssen schreien und rennen und ich mein Bein strecken und ich schon gewusst, dass wahrscheinlich etwas Schlimmes ist. Und ich natürlich schon gedacht, ja, jetzt EM, ich weiß nicht, ob ich jetzt spielen kann und so. Und nachher, ja, in dem Spital nachher auch später mal war und Emery gemacht, dass das recht negativ ist, der Bescheid. Also ich war vor allem echt recht traurig und mega enttäuscht halt auch gewesen, ja. So. Ist gut, musst du noch etwas haben? Nein, ist gut. Ist gut. So ganz verarbeitet ist es immer noch nicht. Ich meine, es ist schon recht schwer. Es hat mich mega getroffen, halt auch für alles, was jetzt in Zukunft kommt, so, was man jetzt alles nicht erleben kann. Aber mir kann es nicht immer alles schlecht sein. Ich meine, ich muss jetzt so probieren, vorwärts zu schauen. Es ist echt recht schwer für mich, weil ja, ich habe mir echt viel vorgenommen, auch für DM und für die nächste Saison und für diese Saison noch. Und ja, das ist halt mein Plan nicht so aufgegangen. Ja. Das grosse Ziel hat Julia aber immer noch klar vor Augen. Der Traum, irgendwann einmal im A-Team die Schweizer Farben zu vertreten. Also, am liebsten möchte ich schon in der A-Nazi spielen. Und am liebsten in einem gefüllten Stadion. Das wäre so mein Traum. Wie auch der Traum von der Champions League. Vielleicht neben der Rahel Job im gemeinsamen Lieblingsclub, dem FC Barcelona. Wenn ich mit der Rahel der kann spielen kann, wäre es umso besser. Ich meine es mega gut, wir kennen es mega lange jetzt schon. Und ja, das wäre wirklich auch, es wäre wirklich super, wenn wir mal zusammen könnten dort spielen, ja. Ihren Traum von einer Fußballkarriere im Ausland hat sich Geraldine Reutler schon erfüllt. Auf die neue Saison wechselt sie in die Bundesliga zum FFC Frankfurt. Alles gut? Vorher aber soll die 19-jährige Stürmerin, die schon 14 Mal für das Schweizer A-Team gespielt hat, die U19 zum EM-Titel schiessen. Ja. Und? Gut gegangen? Gut gegangen, ja. Super. Ja. Haben wir zusammen noch einen Kaffee, bevor du das gehst? Mhm. Okay. Hast du schon etwas gehört? Da jetzt hast du schon ein Wasser? Ja, gerne. Wegen der Wohnung und so. Sind wir da einen Schritt weiter? Nein, noch nichts gehört. Du, jetzt müssen wir aber langsam schauen. Ja, die muss auch suchen, weißt du. Und was machen wir, wenn du keine Wohnung hast? Sicher habe ich eine. Das muss ich eine haben. Dann bleibst du noch ein bisschen daheim. Ja. Nein, ich muss ja eine haben. Ja, aber du vielleicht. Sonst musst du halt zum Überbrücken ein neues Hotel oder so. Ja, die werden dann schon eine Lösung finden. Das hat ihnen der FFC Frankfurt auch vertraglich zugesichert. Ihr neuer Club ist ein reiner Frauenfußballverein und eine Top-Adresse zu Europa. 2015 haben sie zum letzten Mal die Champions League gewonnen. Riss das 2:1 für den FFC Frankfurt. Spät, aber natürlich verdient. Es ist das der vierte Champions League-Titel für Frankfurt. Das habe ich gar nicht gewusst. Ja, bitte. Also Sponti, oder was? Nein, abgemacht. Gefragt. Der Geraldine, ihre Mutter Evelyn, ist auch gleichzeitig ihre Managerin. Die Anfrage aus Frankfurt ist über ihren Club gekommen, den FC Luzern. Der Frankfurt-Trainer, also der Manager von Frankfurt, hat zuerst Luzern angeschrieben, dass sie sich bei mir melden werden. Dann hat mir der Trainer ein SMS geschrieben und mir angerufen. Und dann habe ich mit ihm etwas gequatscht. Und ja, nachher bin ich mal nach Frankfurt gegangen, um das mir mal anzuschauen. Und nachher hat es mir halt recht gut gefallen. Und dann sind wir halt weiter in Kontakt geblieben. Und schlussendlich habe ich mich dann für Frankfurt entschieden. Ja. Gut, also wir sind jetzt hier ein bisschen reingeschöpft worden. Also vor einem Jahr hätte ich jetzt nie gedacht, dass es dieses Jahr später ins Ausland geht. Weil sie immer gesagt hat, ja, ich weiss nicht so recht, ich will schon, aber jetzt nicht unbedingt vielleicht gerade. Und dann ist ein Angebot am anderen gekommen. Also die haben hier angerufen und gefragt, ob sie mal schauen können. Und dann sind wir miteinander all die Optionen anschauen. Und nach dem ersten Mal habe ich schon gesehen, wie sie geleuchtet hat. Und dachte, oh nein, die geht sicher ins Ausland. Und dann sind wir alle anschauen. Und dann
war für mich schnell klar, ich sehe sie gerne in Frankfurt, aber ich habe ihr gesagt, sie muss das selber entscheiden, weil sie muss es ja schlussendlich machen. Dann hat sie darüber geschlafen und hin und her abgewogen. Und der Trainer hat sich wirklich sehr um sie bemüht und hat uns wirklich das Gefühl gehabt, ich will sie und ich will sie nicht nur, damit sie auf der Bank sitzt. Ja, und dann hat sie sich entschieden und ich habe dreimal leer geschluckt und gesagt, okay, weil das ist ihr Weg, wenn sie ins Ausland geht, dann muss sie jetzt gehen. Weil jetzt hat sie das Angebot und jetzt ist sie mit der Lehre fertig. Und jetzt will einfach einen neuen Abschnitt da für sie. Ja, das wird für mich natürlich schon schwer. Sorry. Der Geraldine, ihre Beziehung zu ihrer Mutter ist ganz besondere. Ich bin halt auch einfach hauptsächlich nur bei ihr aufgewachsen, beim Papi immer nur am Wochenende. Und ja, das hat uns schon mega zusammengeschweißt. Vor allem eben, wie gesagt, dass ich das einzige Mädchen bin mit vier Brüdern. Sind so manchmal halt mir so ein bisschen gegen den Rest gewesen. Und ja, ich vertraue ihr auch viel an. Und wenn ich Hilfe brauche, ist sie immer da. Und ja, sie ist halt einfach die Beste. Und das beste Mami ist auch die beste Motivation zum Goal schiessen. Also, wir hatten ein Match gegen Basel und es war meine Mama ihr Geburtstag, also der 9. Dezember letztes Jahr. Und ich habe mir so gesagt, ja, das kommt nicht so häufig vor, dass ich ein Match habe, wenn meine Mama Geburtstag hat und sie kommt schauen. Und da wollte ich unbedingt ein Goal schiessen. Da habe ich vor dem Match auf mein Thermo geschrieben, Happy Birthday, Mom, und ein Herzchen gemacht. Also ich habe es nicht selber geschrieben, weil ich nicht so eine schöne Schrift habe. Ich habe natürlich gehofft oder einfach unbedingt wirklich das Goal schiessen. Habe dann das auch in der 70. Minute geschafft zum 2-0 und bin nachher zu ihr rausgegangen, habe das Liebli aufgehabt und ja, dann ihr zeigt, was auf dem Liebli steht. Wem widmet sie ihr erstes Goal zu Frankfurt? Ihre Schuhe sollen auf jeden Fall mitzügeln. Ja, also, wie man sieht, habe ich sehr viele Schuhe und mein Ziel ist natürlich, so viele Schuhe wie möglich auf Frankfurt zu nehmen. Was ich wahrscheinlich nicht alle mitnehmen kann. Ich lege ja nicht alle an, darum sollte das schon gehen. Wie man sieht, habe ich hier schon sehr viele Bilder aufgehängt. Also ich habe sehr gerne Bilder. Darum werde ich sicher auch einige Bilder mit auf Frankfurt nehmen. Von der Familie, Freunden, vom Fußball, die ich sicher auch wieder aufhängen. Und sonst, ja, mein Kleiderschrank ist schon gross. Also ich probiere so viele Kleider wie möglich mitzunehmen. Und sonst ja einfach das wichtige Zeugs, Andenken und all solche Sachen. Nicht nur die Fahrten von Stans zum Training des FC Luzern werden der Geraldine fehlen. Ja, also wenn ich jetzt so daran denke, dass ich im August in Frankfurt wird wohnen, muss ich auch dreimal schlucken. Ja, stimmt schon. Ich werde sicher mein Team vermissen, meine Freunde, meine Familie. Aber ich werde sicher am Anfang mehr heimkommen, wie vielleicht mit der Zeit. Der Führerschein hat sie in Rekordzeit gemacht. Geraldine ist eine leidenschaftliche Autofahrerin. Ja, ich mache es einfach mega gerne. Ich fahre mega gerne. Und du bist halt wie ein bisschen unabhängiger, also nicht abhängig von zum Beispiel jetzt von Mami oder so, dass sie mich immer irgendwo hinfahren muss. Und ich kann jetzt einfach selber irgendwo hinfahren, wenn ich gerade Lust habe. Leider nicht immer so schnell, wie sie gerne will. Ich brauche ins Geschäft habe ich 25 Minuten zum Fahren und es sind etwa 5 Blitzer auf dem Weg. Ja. Das ist wirklich mega viel. Also ich bin auch schon vielmal geblitzt worden. Ihre Tattoos sind mehr Botschaft als modischer Zeitgeist. Eins ist zum Beispiel das Geburtsdatum meiner kleinen Brüder. Das andere ist ein Tiger, was mein Lieblingstier ist. Dann habe ich eins mit meiner Mami zusammen am Bein unten, also sie ist das gleiche wie ich. Dann habe ich hier einen Spruch für die Familie. Auf Französisch, die Familie ist ein unbezahlbares Geschenk. Und hier die vier sozusagen Reifen. Erstens mal habe ich sie selber zusammengestellt. So. Und ich finde das Muster mega schön. Und man kann eigentlich sozusagen sagen, dass vier Streifen für vier Brüder. Aber ich habe mega gerne Tattoos, ja. Also es wird sicher noch das eine oder andere geben. Es ist eines der letzten Training für Geraldine beim FC Luzern. Eine der letzten Einheiten zusammen mit ihrer Futura-Kollegin Rahel Job. Gut, Frauen, vamos! Frauen! 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 Frauen!
schnell entscheiden. Ja, sehr gut. Der Abschied von der Geraldine fällt dem Team und dem Trainer nicht leicht. Uns tut es sehr weh. Also wir werden es auch spüren nach dem nächsten Jahr. Also es wird nicht mehr das Gleiche sein. Es wird eine mega Herausforderung. Wir müssen jetzt halt wieder das Team wieder stärker werden auch und dass wir sie bestmöglich ersetzen können. Aber ich freue mich extrem für sie, dass sie diesen Schritt macht. Und ich mag sie ihr mega gönnen. Aus Sicht als Trainer vom FC Luzern extrem, weil ich auch weiss, die kann man nicht ersetzen. Das ist einfach schlichtweg nicht möglich, weil ich sage, es gibt praktisch niemanden in der Schweiz, in ihrem Alter auf diesem Level ist und so komplett ist. Aus Sicht des Fußballliebhabers und des Trainer aussenstehend sage ich, absolut die richtige Entscheidung. Sie muss einen Schritt machen. Ich bin auch felsfest davon überzeugt, sie ist ready und wird ihren Weg dort gehen. Auf jeden Fall. Ja. Yes! Abschluss! Weg! Das nächste Training mit ihrem Team ist für Julia noch weit, weit weg. Nachdem beide Kreuzbänder und der Meniskus im rechten Knie gerissen sind, dauert es noch mindestens 9 Monate, bis sie wieder auf dem Platz stehen darf. Für Julia eine harte Zeit. Nein, also bin ich überhaupt nicht so geduldig. Es ist sicher jetzt eine Herausforderung für mich. Aber wenn ich nachher besser zurückkomme, als ich vorher war, muss ich schon jetzt ein bisschen Geduld haben. Ja. Ihr Vater ist überzeugt, dass sie das schafft. Also für mich ist sie eine Kämpferin. Und zwar eine ausgeprägte Kämpferin. Und sie hat selber wollen, zum Beispiel auch in die Fußballakademie auf Biel, wo sie 3 Jahre weg von daheim war. Mit 13 ist sie fort und hat gesagt, ich will das machen. Und da bin ich schon überrascht gewesen. Und dort muss ein grosses Kämpferherz haben, dass es durchziehst. Wenn man einen Charakter hat, wo man kämpfen kann. Ich kann mir auch vorstellen, dass man eben besser daraus herauskommt, als man vorher gesehen ist. Das glaubt auch ihre älteren Brüder Fabian, der selber bei Aarwangen in der zweiten Liga spielt. Ja, sie hat vielleicht das erreicht, was ich vielleicht auch gerne so ein bisschen geträumt habe als kleiner Bub. Und von dem her kann ich schon sehr stolz sein, dass sie es so viel weit gebracht hat. Und ja, der Weg geht sicher noch weiter. Ja. Hallo. Aber für die nächsten Monate muss Julia ihr Leben neu ausrichten. Ein Leben, das sich bis jetzt nur um Fußball und Schule gedreht hat. Wie gut, wenn dann Freundinnen auf Besuch kommen, die sich auch von kleinen, stolzen Brüdern wie Nick nicht stören lassen. Er sagt es zwar nicht, aber ich denke schon, er schaut sehr auf sie, auf Fabian auch sehr. Ja. Ja. Ihre Freundinnen hat Julia nicht auf dem Fußballplatz kennengelernt. Also Noemi, sie wohnt im gleichen Ort wie ich. Sie macht Leichtathletik. Nummer 2 ist Michelle, sie wohnt auch im gleichen Ort wie ich. Sie wohnt vis-à-vis von meinem Grossvater und darum kennen wir uns schon mega lange. Also fast seit wir geboren sind. Das ist Andrea. Sie ist immer sehr hilfsbereit und mega nett. Und sie tut mich auch unterstützen, genau wie die anderen. Svenja, wir fahren immer zusammen mit dem Zug und dort reden wir mega viel und auch sehen sie oft am Wochenende und dann immer viel zusammen unternehmen. Das ist Melanie, sie kommt vom Nachbardorf und ich kenne sie eigentlich durch Svenja und weil ich mit der Svenja mega gut habe, ist mit ihr auch mega gut bekommen. Wir können sie auch vom Zug fahren. Sie geben wirklich viel Kraft und auch Hoffnung für die Zukunft. Das ist echt mega herzig. Das hoffen wir sicher auch später recht viel, ja. Aber natürlich helfen auch die Freundinnen, die mit Julia ihre grösste Leidenschaft teilen: Fußball spielen. Also ich denke, es war sehr schlimm für das ganze Team, weil wir eine Spielerin wie Julia brauchen wir einfach. Sie ist mega stark und auch U19-Nazi. Also sie fällt mega, weil sie schon eine, die nicht nur um den Feld, auch neben dem Platz mega viel Selbstvertrauen hat und auch selbstbewusst kann sein und dass wir das eigentlich brauchen. Vor allem wir eben in U19-Nazi. Und ich denke für mich selber, es hat mich mega traurig gemacht, weil ich habe ja auch neben dem Platz mega gut mit ihr. Und ich denke, ich werde sie in jeder Hinsicht unterstützen. Wenn sie etwas braucht, kann sie immer zu mir kommen. Und ja. Die
Liga-Saison ist abgeschlossen. Das Eröffnungsspiel gegen Frankreich rückt näher. Jetzt müssen Grundlagen für eine erfolgreiche EM gelegt werden. Nur als perfekt eingespieltes Team hat die Schweiz Chancen, um sich diesen grossen Traum zu erfüllen. Mein Ziel ist, eine EM zu gewinnen. Wenn wir unser Gruppenspiel gut überstehen, können wir auch Europameister werden. Wenn wir dann besser sind, dann bin ich überzeugt, dass wir auch gewinnen. Ja. Hoch raus ins Trainingslager Zweggis am Vierwaldstättersee. Nochmal durchschnaufen und dann knallhart trainieren. Noch hat das Trainerteam und die Chefcoach Nora Häuptli das finale Kader nicht festgelegt. Der Zeitplan und das Ziel sind aber klar. Dass einerseits Spielerinnen aus dem Zusammenzug rausgehen und jede haargenau weiss, was sie noch zu tun hat in den nächsten drei Wochen, bis wir noch in die unmittelbare Vorbereitung gehen. Wir haben 20 plus ein Goal in der Vorbereitung im Juli. Und ich will das EM-Kader bekannt geben und noch in die unmittelbare Vorbereitung. Die vielleicht grösste Herausforderung, wer ersetzt Julia in der Innenverteidigung? Für Julia tut mir das unendlich leid. Oder? Sie wäre sicher Startspielerin gewesen. Das müssen wir nicht diskutieren und wird uns fehlen. Es gibt verschiedene Lösungen. Also wir werden alle Innenverteidiger noch mal genau anschauen. Eine weitere Option wäre, dass wir statt der Innenverteidiger in den Sechser zurückziehen. Das wäre wahrscheinlich Malin. Die Leaderin würde dann aber als Schaltzentrale im Mittelfeld fehlen. Und wie wir uns dann final entscheiden, sehen wir am 18. Juli. Im ersten Spiel gegen Frankreich zu wollen. Der Gegner ist eine Fußballmacht, auch im Nachwuchsbereich bei den Frauen. 2017 ist das französische Team erst im Finale gegen Spanien unterlegen. Ein Jahr vorher hat Equipe Tricolore aber den gleichen Gegner geschlagen und schon zum vierten Mal den EM-Titel gefeiert. Titelverteidiger Spanien wartet dann im zweiten Vorrundenspiel am 21. Juli zu Zug. Der dritte Vorrundengegner ist dann Norwegen am 24. Juli zu Niedermatte. Die letzte Begegnung gegen Norwegerinnen vor knapp einem Jahr hat wegen einem Flutlichtschaden müssen abgebrochen werden. Die Schlüsselspielerinnen auf der Mission «Erster internationaler Titel im Schweizer Frauenfußball». Der Nora Häuptli, ihre Futura-Spielerinnen. Alissa lebt natürlich wahnsinnig von ihrer Dynamik. Sie ist mehr eine Spielerin, die man in die Tiefe hineinbringen muss, in Umschaltmomente hineinbringen kann, die einen guten Torschuss hat. Und von dem her hat sie schon gegen die USA gezeigt, dass sie einfach eine riesige Waffe ist, offensiv. Und ja, wir werden sie auf den Punkt parat bringen. Ich denke, wir können das gut uns von der besten Seite zeigen und dann werden wir auch weit kommen. Malin wird nicht mit sehr viel Spielpraxis in die EM gehen. Aber bei ihr ist Fußballer immer sehr schnell wieder da. Und ich glaube, dass wenn man die physischen Komponenten herstellt, dass sie nachher ein Herzstück wird sein, im zentralen Mittelfeld. Ja, ist natürlich auch eine Verantwortung, die du hast. Aber ja, ich freue mich darauf. Die Rahel ist jetzt fit. Sie hat auch Passqualität und die ganzen technischen Fähigkeiten sind überragend von ihr. Jetzt müssen wir das einfach noch gut einfügen in unser Teamkonstrukt. Und auch sie wird ganz eine essentielle Spielerin werden im zentralen Mittelfeld. Freude zu haben an dem, was man macht, ist das Allerwichtigste. Und ein grosser Teil, um an der EM Erfolg zu haben. Ja, mit der Noah eben sind wir weiterhin im Aufbau dran. Wir lassen das ganze EM-Thema einfach offen. Und dann können wir nach vier Wochen wieder Bilanz ziehen von der Vorbereitung. Sicher nicht in der Startelf, aber es ist wirklich das Ziel. Ja, klar wird Julia jeden Match da sein. Das ist auch wichtig. Bei ihr auch. Vor allem haben wir aufgemacht die Perspektive WM 2019 in Frankreich mit dem A-Nationalteam. Das ist eigentlich das Erste, was ich ihr gesagt habe nach dieser Verletzung. Man kann jetzt nicht zurückschauen, sondern man muss irgendwo ganz am Ende des Tunnels so einen Lichtblick haben. Und ich habe das Gefühl, wenn sie alles in der Reha ideal macht und läuft, dann wird sie ab Winter wieder auf dem Platz sein können und nachher sicher auch eine Kandidatin für die WM werden im A-Nationalteam nächstes Jahr. Am liebsten möchte ich schon in der A-Nazi spielen und am liebsten in einem gefüllten Stadion. Das wäre so mein Traum.
Ja, Geraldine, ich glaube, sie ist eine Spielerin, die immer im Fuß anspielbar ist, wo man Umschaltmomente darüber kreieren kann. Ja, einfach immer so ein gewisses Plus bringt im Match, etwas Unerwartetes. Und eigentlich in der Liga hat sie in jedem Match ein Goal geschossen. Freue mich sehr, dass sie auf dem Platz wird stehen. Wir können alle mega stolz sein, dürfen wir in unserem Land für unser Land spielen. Morgen sind wir Champions. Wird präsentiert von der Credit Suisse.